Für die Eskalation des Konflikts zwischen Christlichsozialen und Sozialdemokraten sorgte schließlich ein Aufmarsch des Republikanischen Schutzbundes im Jänner 1927. Im burgenländischen Schattendorf wird ein Schutzbündler und ein mitmarschierendes Kind von Anhängern der rechten Frontkämpfervereinigung erschossen. Die Täter werden jedoch von einem Geschworenengericht freigesprochen, was die Arbeiterschaft empört und die Spannungen weiter anheizt. Am 15. Juli 1927 protestiert eine große Menge vor dem Justizpalast, um gegen das Urteil zu demonstrieren. Die Demonstration eskaliert und der Justizpalast wird in Brand gesteckt. Der Einsatz der Feuerwehr wird bei diesem Justizpalastbrand behindert und die Polizei schießt in die Menge. 89 Menschen werden dabei getötet, 1057 werden verletzt. Die Christlichsozialen verurteilen das Geschehene und sehen sich darin bestärkt, von einer Gefahr von links zu sprechen. Dabei bekommen die Christlichsozialen Unterstützung von Benito Mussolini, dem Führer des faschistischen Italiens. Im Korneuburger Eid von 1930 wird nun auch die Demokratie zum Feind des christlichsozialen Gedankenguts erklärt. Im Mai 1932 wird Engelbert Dollfuß Bundeskanzler der Republik Österreich. Er steht in engem Kontakt mit Benito Mussolini, der zu dieser Zeit noch nicht mit Hitler zusammenarbeitet. Die Nationalsozialisten in Österreich und Deutschland fordern den Anschluss Österreichs an Deutschland. Mussolini unterstützt Dollfuß dabei, dies zu verhindern. Dafür verlangt er jedoch die Auflösung des Parlaments und die Zerschlagung der Sozialdemokratie. Am 4. März 1933 treten alle drei Präsidenten des Nationalrates zurück. Bei einer Abstimmung war es zu Unregelmäßigkeiten gekommen, daher die Rücktritte. Laut Bundesverfassung und Geschäftsordnung des Nationalrats kann ohne Präsidenten die Sitzung nicht ordnungsgemäß beendet werden. Das Parlament war demnach beschlussunfähig geworden und die Abgeordneten verließen ratlos das Gebäude. Am 15. März 1933 versuchten die Abgeordneten der Sozialdemokraten und der Großdeutschen Partei, die Sitzung, die zuvor unterbrochen wurde, wieder aufzunehmen, um sie dann auch ordnungsgemäß beenden zu können. Dollfuß verhinderte dies und verwehrte den Abgeordneten den Zutritt zum Parlament, auch mit Hilfe von Polizeibeamten. Er verkündete die Selbstausschaltung des Nationalrates und regierte von nun an durch Verordnungen seiner Regierung. Eine seiner ersten Verordnungen entwaffnet 1933 den Republikanischen Schutzbund, woraufhin es im Februar 1934 zum Bürgerkrieg in Österreich kommt. Auf der einen Seite kämpfen Heimwehr, Militär und Polizei, auf der anderen Seite der Schutzbund der Sozialdemokraten. Bereits nach wenigen Tagen ist dieser ungleiche Kampf vorbei und Dollfuß lässt die Anführer des Schutzbundes hinrichten. Er zerschlägt die Sozialdemokratische Partei und lässt ihre Führer verhaften. Durch die Mai-Verfassung von 1934 wird Österreich zu einem faschistischen Ständestaat nach italienischem Vorbild. Alle anderen Parteien wurden verboten. Die Vaterländische Front als Nachfolgeorganisation der Christlich-Sozialen Partei war die einzig zugelassene politische Organisation. Dollfuß war der Bundesführer der Vaterländischen Front und regierte autoritär. Am Ende gibt es wieder etwas für Wissenshungrige. Damit eine Selbstausschaltung des Nationalrates nie wieder passieren kann, gibt es im Bundesgesetz von 1975 einen Zusatz. Sollten alle drei Präsidenten verhindert sein, ihr Amt auszuüben, übernimmt der an Jahren älteste anwesende Abgeordnete den Vorsitz im Parlament. Seine Aufgabe ist es nun, die Wahl dreier neuer Präsidenten durchzuführen. Kommt er dieser Pflicht binnen 8 Tagen
nicht nach, geht der Vorsitz an den nächstältesten über. Der Vorsitzende bleibt nur so lange im Amt, bis die Präsidenten gewählt sind und wieder ihr Amt ausüben können.